Ja, schönen Nachmittag. Ich darf den Kollegen Zeppelin vorstellen, der also extra aus Kärnten hier angereist ist, um uns eben diese Geschichte Kontrollposition meint. Ja, Film ab. Geht schon los, Film ab. Ja. Also, schönen guten Nachmittag. Ja. Ich hoffe, ich kann das Food-Koma etwas unterbrechen, in das jetzt die meisten fallen werden bei dem Wetter nach dem Essen. Ich bin gebeten worden, ein Projekt vorzustellen, das ich seit November, Dezember verfolge bzw. entwickle. Und ich möchte jetzt dazu einfach mal kurz das erste Video von dem Ganzen zeigen. Nur einmal, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Welcome to my latest project, which combines two or even more aspects in STEM teaching. Let's take some Lego Mindstorm and build a robot. Then let's make a remote control app, which allows us to wirelessly control the robot from our computer. This is already fun, and kids learn a lot about programming, robots, and all kinds of technical components during the process. But isn't it called Mindstorm? So let's go one step further and take something from bioengineering. Let's say EEG and a program, which can learn your EEG waves for specific thoughts like go forward or turn left. If we connect such a system to our robot, we will be able to control it with our thoughts. It just needs some training for your individual EEG profile, and then you go. You don't believe it? Watch and be astonished. For more information, just send me an email. Also, das erste ist, das Headset wird aufgesetzt, dass die Sensoren alle passen. Ja, ich habe so Kontrollpunkte, die sollten bevorzugterweise rot, natürlich grün sein. Das heißt, es wurde Hirn gefunden. Ja, es wurde Hirn gefunden und dann fängt der Trainingsprozess an. Ich trainiere eine bestimmte Bewegung, in dem Fall vorwärts. Das heißt, ich stelle mir vor, der Würfel kommt heraus. Ja, das Ganze mache ich 8 Sekunden. Dann trainiere ich zum Beispiel den Würfel nach links. Wiederum 8 bis 10 Sekunden trainieren. Und wenn ich jetzt einmal da bei dem stehen bleibe, ich habe dann eben meine Grundschwingungen auf 2 Konzentrationsphasen gemessen. Das heißt, dieses Headset, das ich da aufhabe, misst eigentlich jetzt den Durchschnitt von 16 Punkten in einem bestimmten Konzentrationslevel. Ich könnte natürlich auch an Wiener Schnitzel denken, ja, oder an großes Bier. Ist komplett egal, an was ich denke. Ja. Wichtig ist, dass wenn ich dann die Steuerung anwende, ich wieder an dasselbe in der gleichen Konzentration denke. Ja. Der vierte Schritt ist dann die Verbindung zum Roboter, die über Bluetooth oder wie auch immer erfolgt. Und danach kann ich einfach mit den 2 Befehlen, die ich jetzt einmal eintrainiert habe, vorwärts und rechts, also ich konzentriere vorwärts und links, ich konzentriere mich auf links, der Würfel dreht links und der Roboter dreht links. Ja? Und das zweite, das ich trainiert habe, ist vorwärts. Das heißt, ich konzentriere mich auf vorwärts. Ich stelle mir vor, der Würfel kommt heraus und der Robot geht vorwärts. Ja, und damit ist einmal ganz im Schnellen erklärt, wie man eben so einen Lego-Roboter oder eigentlich jeden beliebigen Roboter steuern kann. Das war jetzt wirklich im absoluten Eilzugstempo, einfach nur in einem kurzen Video zusammengefasst. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter erklären. So, das Video können wir mal beenden. Es ist dann, wo ist mein Prezi? Es ist dann weitergegangen, wo wir bei einem, was war das? Das war ein Scientix-Treffen in Riga, habe ich mit Kollegen aus Budapest und aus Verona und aus Klosterneuburg in Hermann Morgenbesser, weiß nicht, wer den kennt, gesprochen. Und wir haben auch über dieses Roboter, also über dieses Mind Control gesprochen. Und dann ist halt die Idee entstanden, okay, den Roboter da im Raum rumzuschicken, ist ja recht lustig, aber richtig cool wäre es erst wirklich, wenn ich den Roboter überhaupt remote steuern könnte. Das heißt,
Es ist dann das Projekt entstanden, 4321 Mindcrawler. Und da, auf das gehe ich jetzt noch etwas detaillierter ein. Also die Four Schools, die Schulen in Klosterneuburg, Budapest, Bad Hofgastein und Verona. Drei Länder, klar, Ungarn, Österreich, Italien. Zwei Technologien, Lego und das EEG-Set und ein Projekt. This is a further development of a project I introduced earlier this year. It was about how to control a Lego Mindstorms robot just with your thoughts. Das Video haben wir vorher bereits gesehen und man sieht jetzt an der Modifikation, ja, dass da vorne habe ich Platz für ein Smartphone. Ja, das heißt, ich stecke da ein Smartphone rein, ich habe hier einen Hebel zum Zielen, ja, und das Smartphone, das da drinnen ist, übertragt mir direkt da wieder. Das ist also sozusagen mein First Person View. Das heißt, ich habe wirklich am Smartphone am Lego-Roboter drauf und kann anvisieren und habe die Perspektive des Roboters. Ja. Das ist Teil 1. Ja. Das Weitere dazu ist dann die EEG-Steuerung. Ich habe das vorher eben gerade erklärt, das EEG-Headset, das ich da aufhabe, das dann ein Freiwilliger hier auch noch trainieren wird, ermöglicht mir eben bis zu 6 verschiedene Konzentrationslevels, also unterschiedliche Konzentrationsstufen zu erfassen. Damit kann ich zum Beispiel 4 Richtungen, vorwärts, rückwärts, links, rechts steuern, plus Katapult schießen, Robotergreifarm, was auch immer noch bedienen. Ja. No, I took it to the next level. As part of the project funded by the Austrian Ministry of Bad Hofgastein, Italy, Ungarn. Das ist dann schon der Roboter in Ungarn und man sieht hier das Video aus der Roboterperspektive. Ja? Das heißt, das Ganze ist in Klosterneuburg aufgenommen worden und der Roboter ist in Budapest gefahren. Ja? Von der Steuerung her haben wir einfach nichts anderes gemacht, als die Steuerung statt über Bluetooth direkt auf den Roboter, haben wir einfach über VPN, übers Internet dann auf das Smartphone gemacht. Ja? Das heißt, das ist einfach nur eine verlängerte Fernbedienung gewesen. So, dann, ja, was ist dabei? Ich habe natürlich einmal ein Lego EV3 Set, ich habe dieses EEG Headset, das benötigt wird, und ich habe dann auch eine Software, die mir das Ganze verbindet. Das ist die Software namens Monobrick für die Fernsteuerung. So, das ist die Monobrick Software. Und das ist jetzt eigentlich dann der eigentliche Clou. Also die wurde ja dann etwas abgeändert, die Monobrick-Software. Das ist, kennt jemand Lego Mindstorm von euch? Ja. Ja? Ganz normal Bluetooth. Ja? Das heißt, ich kann von Android-Smartphones aus gibt es eine Bluetooth-Steuerung, iPhone gibt es eine Bluetooth-Steuerung, PC. Das heißt, ich kann den Roboter ganz normal steuern. Und ich habe das bereits vorbereitet. Das heißt, wenn ich hier die Tasten drücke, W für vorwärts, S für rückwärts, A für links und D für rechts. Ja? Dann bewegt sich der Roboter entsprechend. Das heißt, wenn ich jetzt den da hinstelle und auf die Taste W drücke, fährt er vorwärts. Ja? Mit S fährt er rückwärts, mit A fährt er nach links und mit D fährt er nach rechts. Ja? Das ist der erste Teil der Steuerung. Das heißt, ich habe eine ganz normale Fernsteuerfunktion vom PC aus. Und was ich jetzt dann dazu habe, ist das EEG-Headset. Und das EEG-Headset, da fehlt ein bisschen Hirn. Na komm schon. So, alles Hirn gefunden. Es gibt hier dann eine sogenannte, das ist diese Trainingssuite. Ich habe vorher bereits ein bisschen trainiert. Gleichzeitig reden, Leute beobachten, Vortrag halten und sich auf etwas konzentrieren. Ist ein bisschen schwierig. Ups, es ist nach links gegangen. Also ich habe jetzt einmal zwei Stufen
trainiert, nämlich heraus und nach links. Und ich werde versuchen, ob ich es jetzt kann. Na, raus will er nicht. Du bist auf einer Neurone wieder auf gelb. Das macht nichts. Ja. Ja. Die paar Ganglien vorne, die brauche ich dafür nicht. Ja? Okay. So. Das heißt, ich kann den Würfel bewegen und ich kann jetzt aber zum Beispiel sagen, okay, ich möchte für vorwärts, möchte ich jetzt die Taste W verwenden und gedrückt halten. Ja? Und für so, und für links, so, das ist jetzt, für links habe ich die Taste A. So. So, probieren wir es. Keine Ahnung, welche Richtung er ist. Ja. Also ich werde das jetzt nicht weiter vorführen, sondern ich werde jetzt da ein Opfer finden, das das selbst ausprobiert, um einfach einmal zu zeigen, wie das möglich ist. Ich muss dazu das Ding jetzt da abschalten wieder. Sonst fängt er an, weiter in der Gegend rumzufahren. Also vom Grundprinzip her ist es klar. Das heißt, ich habe eine Steuerung vom... Tut er noch immer? Nein, kann nicht mehr. Ich habe eine Steuerung vom PC oder vom Smartphone zum Roboter und ich habe auf der anderen Seite das EEG-Headset, das mir bestimmte Durchschnittsschwingungen misst, ja, die ich kalibriere, an die, also die ich trainieren muss, ohne trainieren geht es nicht und ich kann ihm dann sagen, okay, diese Durchschnittsschwingung bedeutet links, diese rechts, vor und zurück. Ja. Was man sich jetzt vorstellt, ist, das ist ganz unterschiedlich, das funktioniert wirklich unterschiedlich, was aber eigentlich bei allen Testpersonen gemeinsam ist, je älter die Testperson üblicherweise, desto schwieriger wird es. Ja. Als erstes habe ich das Ganze mit meinem 10-jährigen Neffen probiert, ja, wir haben es so mit unseren Neffen, gell. Dem habe ich das erklärt, der hat so cool, hat das aufgesetzt und ist damit rumgefahren. Ja. Ich habe für 4 Bewegungsrichtungen eine Woche trainieren müssen, dass das funktioniert. Der hat sich das aufgesetzt, das hat gerade einmal doppelt so lange wie das Einrichten gebraucht und der ist mit dem Ding wirklich um und umgefahren. Ich habe einen Schüler in Klosterneuburg, der spielt damit World of Warcraft. Schneller als andere mit der Tastatur. Das heißt, der hat 6 verschiedene Konzentrationsstufen, oder nicht Stufen, Konzentrationszustände und der kann zwischen diesen Konzentrationszuständen so schnell wechseln, dass der wirklich so durch ein Labyrinth rennt, sich duckt, schießt alles. Ja? Wenn man das sieht, dann denkt man, okay, was hat der da oben, was ich nicht habe. Ja? Ich habe dann in Bad Hofgastein eine Schülerin, ja, bei denen ist immer das Problem der vielen Haare. Ja? Je mehr Haare, desto schwieriger komme ich mit dem Ding auf den Kopf hat. Deswegen sind solche Köpfe und solche Köpfe wirklich gut dafür geeignet. Ja? Haargel ist ganz schlecht, ja, wenn man das drin hat. Aber eben die Schülerin, die haben wir da durch ihren Haarwuschel durch, die hat wirklich auch innerhalb kürzester Zeit rede ich an einer halben Stunde, ja, hat die 6 verschiedene Konzentrationszustände beherrscht. Aber wirklich mit einem schnellen Wechsel. Ja. In unterschiedlichen Vorführungen, Präsentationen habe ich natürlich auch unterschiedlich alte, junge Kandidaten gehabt. Und wir werden heute das sicher noch einmal ausprobieren. Ja. Da wartet schon jemand ganz eager, ja, das Ganze auszuprobieren, wie das Ganze funktioniert. Also ein paar Fragen, die gleich kommen. Das Headset kostet ca. 600 Euro. Emotiv.com, ja, ist die Webseite. Als Vergleich, das ist ein medizinisches Headset. Das misst 16 verschiedene EEG-Punkte. Ja. Eine Anwendung ist wirklich irgendwelche Steuerungen, Gerätesteuerungen für Querschnittgelähmte vom Hals abwärts. Ja? Da gibt es sowas schon. Da kostet üblicherweise, so ein EEG-Steuergerät kostet von 50.000 bis 80.000 Dollar aufwärts. Was machen die? Die haben ein medizinisches EEG genommen und haben das umgebaut.
daher der Preis. Ja? Die Firma Emotiv, lasst euch bitte nicht irritieren von den $299 auf der Homepage. Das wird von den Philippinen verschickt. Es kommen $100 Versand, Einfuhrumsteuer, Zoll und so weiter. Im Endeffekt, glaubt es mir, ihr seid auf 600 Euro mit Ersatzteilen. Ja? Ist trotzdem kein großes Budget für sowas, ja, muss ich sagen. Ist vor allem auch von der Anwendung her, also ich verwende das jetzt seit November, funktioniert super. Das Einzige, was ich habe ein zweites Set von den Kontakten. Ja? Das ist einfach etwas, das bestellt man beim ersten Mal mit. Ich kann damit ja eigentlich alles steuern. Das heißt, ich bin nicht auf Lego angewiesen. Ich habe deswegen Lego genommen, weil Lego in den Schulen vorhanden ist. Ja? Ich habe einen Arduino-Roboter, den ich damit genauso steuere über Bluetooth. Das ist komplett egal. Alles, was ich über eine Computertastatur steuern kann, kann ich über das ebenfalls steuern. Ich simuliere nichts anderes als Tastatureingaben, beziehungsweise ich kann das Ganze auch, ich kann einen Maus-Emulator ebenfalls aktivieren. Ich kann da einen Maus-Emulator gehen, ja, und dann eben das Ganze, aber das habe ich jetzt, glaube ich, nicht trainiert. Ja, und vor allem, wenn ich das mache, dann kann ich das dann nicht mehr bedienen, weil das fährt dann dauernd spazieren. Ja. Das heißt, ich kann auch Maus-Emulator machen, aber im Endeffekt, sage ich einmal, das EEG-Headset kostet ca. bei den 600 Euro. Ja. Kann damit alles steuern, wie gesagt, Lego-Roboter am einfachsten, weil die sind vorhanden. Ja. Alles andere, was ich auch immer fernsteuern kann, über Tasteneingabe, kann ich damit machen. Ja, ja, ich würde sagen, wir probieren. Theoretisch könnte man schreiben auf der Tastatur, wenn man sich die Buchstaben vorstellt, oder? Nein, ich kann mit der Software nicht mehr als 5 verschiedene Befehle absetzen. Ich kann aber natürlich mit einer Bildschirmtastatur und der Maus fahren. Das heißt, ich kann mit der Maus hinfahren und dann tippen. Hinfahren, tippen, hinfahren, tippen. Ja? Das ist eigentlich relativ ähnlich, was Querschnittgelähmte bereits machen. Es werden nur Muskelsensoren, also es werden Nerven angezapft, im Prinzip die Muskel steuern, die aber jetzt die Muskel tun nichts mehr, aber die Nervensignale, wenn die noch da sind, kann man die Nervensignale abnehmen. Und der konzentriert sich dann halt zum Beispiel auf linke Hand heben. Ja, die Hand bewegt sich nicht, aber normalerweise bei den Nerven funktioniert das. Es gibt Fälle von Querschnittlähmungen, wo auch die Nerven geschädigt sind. Da geht das dann gar nicht mehr. Aber da funktioniert dann sowas. Ja. Also das ist von der Anwendung her, gerade eben für Querschnittgelähmte, ist es wirklich interessant. Einfach nur für den Unterricht her ist es ein Brain-Computer-Interface, um jetzt einmal mit einem relativ geringen Budget zu zeigen, was alles möglich ist. Ja, passt jetzt in Biologie rein. Ja, ich habe da natürlich die Gehirnwellen, Aufbau des Gehirns, EEG, das passt da alles rein. Ich habe Informatik dabei, ich habe Robotik, was auch immer ich dann da noch verbinde, aber sag einmal, ich habe zumindest, ich könnte den Roboter selber bauen und hätte die Werken Informatik und Biologie, ein schönes fächerübergreifendes Projekt als Beispiel. Ja. Ja. Das API auch dafür, dass man das eine Programm nicht braucht, sondern seine eigenen. Ja, dann kostet dann 1000 mehr. Das ist dann eine andere Software. Ja, wo ich dann direkt auf die Rohdaten zugreifen kann. Ja, also wenn ich direkt auf die EEG-Rohdaten dazugreifen möchte, dann ist es ca. 1000er teurer. Mhm. Ja. Also da ist dann eine andere Firmware im Headset drinnen, ja, das mir eben einfach komplett andere Daten bereits liefert. Ja, ich hab mir das angeschaut, das ist ein anderes Headset. Ja. Und die Übertragung vom Headset zum Bluetooth. PC über Bluetooth. Ja. Da habe ich dann Bluetooth-Dongle, der ist da direkt runter verbunden. Ja. Ja, aber die Daten müsste man ja direkt lesen können, ne? Die dort ankommen. Ja, aber die kommen schon aufbereitet. Okay. Ja. Also auf die Rohdaten, um jetzt wirklich auf die EEG-Rohdaten zu kommen, brauche ich ja andere Firmware im Headset. Du brauchst ja anderes Headset. Das ist auf der Emotiv Homepage, werden zwei verschiedene angeboten. Ja, das ist das EEG und das EEG ist das und das andere ist das EPOC. Ja, und eins ist eben das Consumer Panel, das ist das. Ja, und das zweite ist das Developer mit der ganzen API, mit der ganzen Softwareunterstützung, alles, wo ich dann direkt auf die Rohdaten zukomme. Nur ich muss dann auch wieder wissen, was die Rohdaten bedeuten, weil sonst hilft mir das Ganze ja gar nichts. Ja, das heißt, wenn ich mich da jetzt auf nicht wirklich gut auskenne, habe ich keine Ahnung, was da daherkommt. Und das Protokoll ist nicht offengelegt, was jetzt das Headset an den Computer schickt? Nein. Ist nicht offengelegt. Aber man könnte es reverse-engineeren und seine eigene Software schreiben. Ich könnte aber 1000 Euro investieren und dann habe ich es.
Ich könnte aber auch die 1000 Euro sparen. Und dafür gucken, ein paar tausend Stunden investieren ins Reverse Engineering. Und ein Open Source Programm schreiben. Ich meine, das wäre es mir dann an der Stelle wert. Kann man auch als Diplomarbeit vergeben vielleicht. Ja, aber Reverse Engineering und Open Source machen wir die nicht tun. Da hat die Firma wahrscheinlich was dagegen. Die haben ja da. Die können nichts gegen Reverse Engineering haben, weil das legal ist. Ist eine andere Philosophie. Sag einmal, die haben wirklich Millionen in die Entwicklung investiert. Ja. Ich bin dafür, das Developer API zu kaufen und darauf dann als Open Source zu machen. Ich könnte das, ja, dann könnten die aber sagen, weil ich das Developer API disassembliert habe, weiß ich jetzt das Protokoll. Wenn ich es nicht gekauft habe. Also direkt aufs Protokoll. Ja. Also die Idee ist, ich gucke einfach, was schickt das Gerät an den Computer, ne, während er da, während der Würfel von uns zurückgeht. Emotiv.com nachschauen, ja. Genau, ja. Die Frage ist nämlich, dieses Programm ist jetzt für Apple. Und Windows. Und Windows. Ja. Wie komme ich mit meinem Linux-Rechner dran? Wine? Ja, nativ. Die neue Software ist auch für Android und iPhone. Ja. Da war ich dann besser. Da okay, wenn es für Android einen Treiber gibt, dann müsste es eigentlich unter Linux auch zum Laufen zu bekommen sein. Gut, aber das sind jetzt Betriebssystemphilosophie-Fragen, die ich da nicht weiter rein. Ja? Ich denke halt schon einen Schritt weiter, weil ich hätte ja auch gerne eine Maussteuerung und dass ich halt die Texte in Zukunft nicht mehr tippen muss, sondern einfach nur denken kann. Es ist etwas langsamer. Kommt drauf her, wenn man trainiert, geht es vielleicht schneller. Aber der Stephen Hawking ist auch sehr gut damit. Ja, der macht das ja noch über Augenbewegungen, soweit ich weiß. Nicht mehr. Hat inzwischen auch... Ja, genau. So, okay. Dann schauen wir uns das Ganze einmal an. So, da vorne ist ein bisschen ausgetrocknet wahrscheinlich jetzt schon. Ich gehe jetzt Headset Setup. Ich mache einen neuen User. No, klack. Den Herrn Klaus nehmen wir. Wenn ich nicht schon zu alt dafür bin. So. Du kannst dich ja da hinsetzen, du kannst ja, genau, oder so, oder du, so. Weil du oben hast den größeren Würfel zum Anschauen, du kannst gern, na warte mal, du bist da im Bild, gell? Also wenn du dich da her setzt, schau, so. Genau, sie nimmst den so, du hast eh nichts zum Reden, ich rede, ja? Ja, ich muss nur denken. Ja, noch nicht. Ja. So. Also, das Erste, das wir machen, ist einfach, dass das Headset schön grün ist. Schauen, ob wir genug Hirn finden. Ja. Alles Spaß. So, die zwei Kontrollpunkte haben wir noch nicht. Schaut ja schon gut aus. Ja? Okay. So. Dann. Woher weiß das Headset, ob es richtig sitzt? Das verstehe ich nicht ganz. Weil die Messpunkte eine bestimmte Grundcharakteristik haben. Ich denke, das misst den Hautwiderstand. Na, also es misst den Kontakt und es misst auch. Also ich denke mal, das misst den Hautwiderstand, ob es richtig sitzt, ob die Punkte auf der Haut drauf sind. Na, da können wir ein bisschen waschen. Der wird jetzt gleich grün. Ja. Lassen wir den nochmal. So, dann fehlt der da. Wie relevant ist eigentlich, wo die Punkte immer sind? Sehr. Das heißt, möglichst immer derselbe Punkt, am besten ist eine Tätowierung machen, wo der Punkt ist. Du kannst ja direkt implantieren lassen, geht sicher auch. Ja. Wenn du das mehr verwenden möchtest, sag ich mal, dann würde ich eher auf ein Implantat gehen. Ja. Aber wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, dann ist man sehr schnell beim Aufsetzen. Ja. So. Ja, was ist denn da los? Weiß nicht, da fehlt ein Teil von meinem Gehirn. Ja, du bist doch eindeutig falsch programmiert. Das ist wahrscheinlich der Linux-Teil, gell?
Ein inaktives Modul. Okay. Ja. Genau. Das ist, weil ich jetzt die OS X Software verwende, gell? Und jetzt bin ich im Linux-Bereich vorgedrungen. Ja. Aber, gut, Teil 1 hätten wir einmal geschafft. Ja. Das heißt, wir haben genug Hirn gefunden und gehen jetzt in den kognitiven Bereich her, zum Training her. So, ich würde jetzt bitte um Ruhe bitten, das ist für Lehrer sehr schwer, ich weiß. Ja. Das Training erfolgt in verschiedenen Stufen. Das erste, das Grundtraining, ist das sogenannte Neutralphase. Ja, das heißt, ich muss ein möglichst neutrales Setting in meinem Hirn mir vorstellen. Das hilft üblicherweise, wenn man auf diesen Würfel schaut und den einfach nur ganz belämmert zuschaut, wie er auf und ab geht und versucht, nichts zu denken. Ja? Das ist eben die Grundphase und ich muss mich dann wieder entspannen, damit eben der Steuerwürfel in die Mitte wieder zurückkommt. Ja? Die Steuerung erfolgt so, ich trainiere und wenn du so weit bist, klickst du einfach auf Start und versuchst dann wirklich 10 Sekunden nichts zu denken. So. Nee, akzeptieren wir das. Haben wir können das jederzeit. Sieht man das, dass ich nichts gedacht habe? Naja, wir haben ja noch nichts anderes. Ja? Wir haben ja noch nichts anderes. So, ja, Moment. Ja, darf ich erklären? Klar. War auch für Kamera, Publikum und so weiter. Ja, Handbuchlesen ist Fahrt, ich weiß. So, jetzt eben stellst du dir einfach vor, dass du den Würfel herausziehst oder dass der Würfel herauskommt. Ja? Mhm. Auch hier wieder das Training. Wir starten einfach das Training an. Wenn du soweit bist, gehst auf Start. So, damit hätten wir jetzt einmal das erste bereits trainiert. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, ja. Geht zwar immer wieder zurück. Ja, oder? Weil du das erste Mal machst. Jetzt trainieren wir das Ganze noch einmal. Okay. Jetzt siehst du dann schon mehr. Klick zu Start, wenn du soweit bist. Nur auf Start klicken. Ah, no? Ne? Moment. So, jetzt. Na, ich treffe nicht. Mhm. Passt, ja. So, das war jetzt einmal schon zum Herausziehen. Jetzt geht es noch besser. Ja. Ist cool, oder? Mhm. So. Jetzt als nächstes versuchen wir noch nichts denken. Denken Sie an den rosa Elefanten. Ich denke nichts. Nichts. Aus und Ende. So, jetzt gehen wir nach links. Jetzt trainieren wir nach links. Okay. Okay. Du musst eben den Würfel nach links bewegen. Ja. Wahrscheinlich noch einen zweiten Trainingsdurchgang brauchen. Ja, ich glaube. Ja? Ich habe zu kräftig gezogen. Ja, wir können jetzt da Druck setzen und nochmal neu machen. Mhm. Ja? Klick du auf Start, wenn du soweit bist. Glaube ich noch mal. Ja, dann trainieren wir noch mal drüber. Ja, also an und für sich werden jetzt, aber das Grundprinzip passt jetzt einmal. Ja, also ja, bitte. Gleich nach rechts auch. Warum nicht auch gleich nach rechts? Ach so,
Moment, das hat sich jetzt verschoben. Links, das war left ist so, und pull. Na. Das gehst auf left bitte. Ja. So, und jetzt gehen wir da unten. Das machen wir jetzt right. Das ist right, okay. Ja? Okay. Also Kopf neigen hilft nichts. Was? Ja. Ich werde jetzt weiterreden. Ja? Ja. Okay. So, also das Grundprinzip, wir haben das da gesehen und du merkst auch, es funktioniert schon teilweise, es ist, gehört ein bisschen Übung dazu, ja, dass man das Ganze dann richtig trainiert. Aber wenn du das Ganze jetzt, bist du mal so weit, dass du es kennst, jetzt normalerweise löscht man jetzt alles und trainiert von vorne nochmal alles. Ja. Also wirklich von Beginn an. Weil jetzt hast du nämlich schon eine Vorstellung, wie sich das bewegt. Ja. Und ich kann aber jetzt zum Beispiel einfach nur die Tastatur wieder auf den Roboter setzen, das heißt, ja. Moment. Im Moment denke ich eigentlich nichts. So. Jetzt probieren wir nach links. Vorwärts haben wir nicht Ne? Doch, er ist vorwärts gefahren. Du hast den Würfel rausgezogen. Das ist aber jetzt eher die Pull, ne? Die Push haben wir noch nicht. Ja, weil nämlich, wenn man das Ganze in der Videoperspektive sieht, dann sieht man ein Ziel und man möchte dorthin und man zieht das Ziel zu sich her. Daher Pull. Ah, okay. Verstehe. Okay? Das heißt, du musst dir das Ganze dann so vorstellen, dass du ja im Endprojekt siehst du ja die Perspektive des Roboters. Und der Roboter sieht jetzt zum Beispiel diesen Tisch. Und du möchtest zum Tisch dazu, also ziehst du den Tisch zu dir her. Das bedeutet, du gehst zum Tisch hin. Mhm. Ja. Noch nicht ganz, aber. Ja, noch nicht ganz. Aber vom Prinzip her ist es soweit klar. Ja? Also das ist die Anwendung, also die EEG-Anwendung, die mir eben das Steuern unterschiedlichster Geräte ermöglicht, ja, sowohl jetzt da direkt über Bluetooth, als wenn ich das Ganze auch entsprechend über VPN, egal wohin, schalten kann. Ja. Also in der Testphase habe ich mit einem Kanadier zusammengearbeitet, das war recht lustig, weil er hat einfach mir auf seinen Roboter die Steuerung gegeben und ich bin dann im Prinzip mit seinem Roboter in Kanada durch die Gegend gefahren. Ja. Meine ursprüngliche Idee war ja, ich wollte einen Quadrocopter damit steuern, aber von dem bin ich sehr schnell wieder abgekommen. Weil es ist wirklich, wirklich schwer, sich zu konzentrieren, das kannst du bestätigen. Ja? Und wenn man da ein bisschen Übung drin hat und man arbeitet dann 10, 15 Minuten damit, ja, dann fängt dann wirklich an, die Suppen runterrinnen. Also es ist wirklich extrem schwer. Auch der Schüler, der World of Warcraft damit spielt, wenn der 15 Minuten spielt, der ist fertig. Der ist komplett streichfähig. Ja? Ja, Kopfneigen hilft nichts. Ja. Interessanterweise, was dann eine Schülerin zu mir gesagt hat, die auch sehr gut mit dem Steuern war, sie hat gefragt, wie machst du das? Und sie denkt sich die Richtungen auf Französisch. Weil nämlich, das ist Fremdsprache und dafür muss man sich konzentrieren, ganz intensiv. Vorwärts, links, rechts, rückwärts, keine Ahnung, wie das auf Französisch heißt. Ja. Aber bei uns in der Schule lernen wir Französisch. Und das ist einfach Vokabel erinnern, ist eine starke Konzentration. Ja. Also wir könnten das auch jetzt mit Wiener Schnitzel probieren. Ja. Es ist im Prinzip, es ist egal, woran du denkst. In der Trainingsphase musst du an etwas denken und in der Aktivierungsphase, wenn es dann aktiv ist, an dasselbe wieder. Ja. Was zum Beispiel nicht funktioniert, ist Farben. Ja. Das heißt, die EEG-Grundwellen von Farben sind extrem ähnlich.
ist komplett egal, an welche Farbe man denkt. Ihr habt immer sehr ähnliche EEG-Wellen. Ja? Also ihr könnt jetzt nicht sagen, rot, blau, grün und schwarz, das geht nicht. Ja? Da erkennt die Software keinen Unterschied. Ja? Okay. Also es geht, wenn ich mir vorstelle, dass ich ihn von der Seite anhaue, dann bewegt er sich immer ein Stück. Das hätte ich vorhin auch machen müssen mit dem Würfel. Ja. Also das funktioniert. Also wenn man sich Bewegungen vorstellt mit den Händen, das scheint so besser zu gehen. Ja. Das hängt, ist komplett, wenn man sich vorstellt, man das ist, ja, aber es ist total unterschiedlich, also von Person zu Person. Ja. Manche arbeiten mit Fremdsprachen, andere mit einer bildlichen Vorstellung. Ich gebe Ihnen da eine rein, andere schauen wirklich nur auf den Würfel. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ja, ja, gut. Okay. Dann nehmen wir das Ding wieder runter. Klack. Ja. Also die. Jetzt muss ich mir für unseren Informatikkurs was überlegen, sodass ich das gekauft kriege. Wie das reinpasst. Ja. Ja. Das ist. Das Beweis-engineerte Protokoll, es gibt schon. Ja? Emokit heißt das. Emokit. Von wem? Das ist auf GitHub, es ist oben Emokit. Aha, okay, dann dürften Sie es eh unterstützen. Open Source Private Access and Raw Data from Emotive Epoch EEG Headsets. Ja, cool. Okay. OpenU.org. Ja, das Epoch ist genau das. Das ist genau das 600-Euro-Teil. Ja. Als Compiz-Plugin könnte ich mir das vorstellen, dass man Fenster durch die Luft wirbeln kann und so. Okay. Ich brauche das unbedingt. Gut. Ja, das war, sage ich mal, im Prinzip die. Da gehen wir nochmal zurück auf das, auf die Prezi. Ja, was wir dann eben, also das ist die Steuerung vom Monobrick, das ist dann noch etwas ausführlicher erklärt. Damit kann ich wirklich die Lego-Motoren steuern. Ich habe es deswegen einfach genommen, es bietet da alles an, was ich da dazu habe, ja, was ich benötige. Und dann erfolgt die Trainingsphase und nach der Trainingsphase, also schauen wir jetzt, wie ist eigentlich der Aufbau von dem Ganzen. Der Aufbau in dem Fall schaut so aus, ich habe hier, wenn ich mit unterschiedlichen Locations arbeite, ja, habe ich einmal beim Roboter, also am besten funktioniert es iPhone mit FaceTime. Das hat einfach die absolut beste Videoqualität, die man. Da kriege ich mit keiner Android-Software, mit Skype, ich komme nicht auf die FaceTime-Qualität hin. Ja? Über Bluetooth wird das gesteuert, beziehungsweise wenn ich hier statt dem iPhone Android reingebe, ja, dann brauche ich den Laptop nicht. Auf der EEG-Seite habe ich eben irgendeinen Laptop mit dem Headset und der steuert man einfach, wir haben das dann über TeamViewer gemacht, beziehungsweise über Google Remote Desktop, ja, steuert man das einfach weiter. Ich kann auch das Ganze reduzieren, eben wie gesagt, den Laptop kann ich mir im Prinzip sparen. Den brauche ich in der aktuellen Version immer, weil ich brauche den Laptop, damit ich die Steuerung vom EEG entgegennehme. Ja? Der Laptop schickt dann einfach irgendwo hin das Ganze weiter, entweder lokal oder über TeamViewer. Ja, die lokale Installation, so wie wir es da haben, ist genau aus dem, ich habe das Headset, ich habe den Laptop, ich habe die Bluetooth-Verbindung zum Roboter und ich kann dann das Smartphone drauf, brauche ich nicht wirklich. Ich kann das Smartphone draufgeben, damit ich dann einfach da direkt auf meinem Laptop auch die Ansicht des Roboters habe. Ja, das ist dann die Remote Location. Ja, das ist dann, da sieht man ein Video. Ja, da sieht man dann wirklich, wenn wir da rumfahren. Das war, der Laptop steht in Klosterneuburg und der Roboter ist in Hofgastein rumgefahren und man sieht hier, da drinnen, das ist diese kleine Timme zum Anvisieren. Ja. Gibt es höher, einfach nur ein bisschen höher, auf Augenhöhe ungefähr. Das ist diese Timme, ja, die richtet man vor das Smartphone, damit man weiß, wo gerade raus ist. Ja. Weil sonst habe ich da so einen 90-Grad-Winkel und ich will dorthin fahren, die vorher anders sind. Ja? Das heißt, ich brauche einfach irgendeine Visierhilfe, sonst kann ich mit dem Ding nicht ordentlich steuern. Ja, das Ganze war eben ein Scientix-Projekt, das wir
von Februar bis Mai im Prinzip über die Bühne gezogen haben. Da sind eben dann noch die Schüler. Mit dem, genau, da haben wir noch einmal die Verbindung von Klosterneuburg nach Hofgastein in einen Testbetrieb. Und wir sind dann, wir haben das dann so gemacht, wir haben das einfach dann ausprobiert. Die Schüler von Klosterneuburg sind wirklich mit dem Roboter durch die gesamte Schule bei uns gefahren und haben sich alles angeschaut. Ja. Wir haben den Roboter auch noch mit der Kameraneigung gemacht, das heißt, er hat die Kamera auch neigen können, ja, und nach oben schauen können. Ja. Und die sind eine Dreiviertelstunde, sind die einfach durch unsere Schule gefahren, durch alle Gänge. Dann an die Mädels bei uns haben das, sind mitgegangen und haben den Roboter halt über die Stiegen haben den Roboter über die Stiegen runtergetragen, weil Stiegen stehen kann er nicht. Ja. Und also das ist der EDV-Raum, ja. Das hat dann eigentlich wirklich top funktioniert und das war eben der Schüler, der dann in weiterer Folge World of Warcraft gespielt hat. Der ist dann irgendwann einmal, hat mir der Kollege gesagt, der ist dann einfach mit einem Hoodie drin gesessen in irgendeinem langweiligen Unterricht, ja, und hat den Laptop vor sich gehabt und hat unterm Hoodie das Headset gehabt und hat auf seinen Laptop einfach gespielt. Ja. Wie sehr benötigt es eigentlich die Konzentration im Verhältnis zu Maussteuerung oder sonstigen? Stärker ist es, wird man mehr müde? Ja. Extrem sicher, nein, auch danach ja. Extrem ja. Stark. Okay. Extrem ja. Stark. Ich darf nichts anderes denken. Ja. Na, weil immer doch. Wenn man heute, ich kann mich erinnern, Sprachsteuerung ja. War ja in den Anfängen ja. So ein Thema und super. Und wenn wir uns heute vorstellen, also keiner möchte Sprachsteuerung, also normalerweise, ja. Weil es ja viel anstrengender ist, als wie mit der Maus irgendwas zu machen oder mit der Tastatur. Ja. Also das ist ja. Wirklich, ich sage mal, das ist ein Projekt da eben in dem Bereich Brain-Computer-Interface, um zu zeigen, was geht, um damit einfach... ich kann mich damit austoben, ich kann Anwendungen entwickeln, was auch immer ich will. Ja? Mhm. Ich sage mal jetzt, Menschen, die einen Computer normal, so wie wir es heute bedienen können, werden sicher einen Computer nicht damit bedienen. Mhm. Das ist einfach zu mühsam. Ja? Okay. Ich sage mal ganz konkret, Special Needs Applications ist natürlich absolut die Anwendung schlechthin. Ja? Es kommt auch von Schülern immer wieder, dann das ist eigentlich so ziemlich das zweite oder das dritte, das kommt noch cool, ja. Wenn da jemand querschnittgelähmt ist, kann er damit Computer steuern und so weiter. Ja. Und das ist eigentlich genau das. Und da gibt es auch jede Menge Anwendungen bereits darüber. Was ich ebenfalls da gemacht habe, ist ein Spiel mit zwei Headsets. Und zwar, das funktioniert so. Im Prinzip habe ich zwei Spieler, sagen wir mal die zwei Spieler, und ich habe einen Ball in der Mitte. Ja? Und der Ball muss zum anderen hin. Er geht aber zum anderen nur dann hin, wenn er sich entspannt. Das muss man sich jetzt einmal überlegen. Ja? Das ist echt fies. Ja? Weil sobald der Ball zu mir herkommt, gerate ich in Gefahr zu verlieren. Sich dann zu entspannen ist echt schwer. Ja? Also, ich habe das zuerst mit Konzentration gemacht. Ich habe gesagt, durch Konzentration muss man den Ball umschieben. Dann fangen beide an, so hinzustarren und der Schweiß rennt runter. Ja? Dann habe ich gesagt, na, umgekehrt ist es ja viel eleganter. Ja? Bekannte von mir ist wirklich gut im Meditieren. Keine Chance. Die setzt sich hin, schaltet sich ab und boing, der Ball ist bei mir da. Ich kann gar nichts machen. Ja? Ich kann gar nicht nachdenken, so schnell ist das Ding bei mir da. Die kann sich wirklich jetzt... abschalten, in einen Meditationszustand bringen und nichts denken, jahrelanges Training, also gegen so jemanden braucht man das nicht spülen. Ja? Weil da hat man echt keine Chance. Ja? Aber wenn jetzt das zwei Normalverbraucher nehmen, ja, dann ich muss mich entspannen. Je mehr ich mich entspanne, desto weiter geht der Ball zum anderen hin. Ja? Er muss sich aber auch entspannen, was aber echt schwierig ist, wenn ich in Gefahr gerate zu verlieren. Ja? Wie kann man denn entspannen trainieren bei dem Headset? Wie geht denn das? Generell Entspannungsübungen. Nein. Beim Headset? Ja, das war die erste Trainingsphase. Ja. Trainingsphase, ja. Die erste Trainingsphase, wo ich den Würfel, das den schaue ich so zu. Ja? Ich kann aber andere, wenn ich bereits eine Entspannungsübung für mich habe, die funktioniert, kann ich die genauso anwenden. Ich muss nicht die Würfel verwenden. Ja? Es gibt Menschen, die entwickeln unterschiedlichste Entspannungsübungen. Ja? Da kann ich jede davon nehmen. Nein, ich meine es eher
Wie kann das Headset erkennen, dass ich entspannt bin? Gar nicht. Ist es wirklich eine Entspannung oder ist es einfach ein bestimmter Zustand? Es ist ein bestimmter Zustand. Und wenn ich das so trainiere, könnte das für mich durchaus auch angespannt genau, da sein. Genau. Richtig. Den ich als genau. entspannt. Also ich trainiere einen Zustand und definiere den als neutral. Ob ich jetzt in dem Zustand entspannt bin oder voll konzentriert, ist komplett egal. Damit ich denselben Zustand in der Steuerung erreiche, muss ich wieder gleich denken. Ja, also im Prinzip kann ich da alles reinnehmen. Ja, das ist halt einfach nur als Hilfe vorgesehen. Ja. Gut. Ja? Inwieweit kann man die Zustände abspeichern, dass die am nächsten Tag oder so gleich bleiben? Ich lege einen Benutzer an. Ja. Wenn ich ihm das morgen aufsetze, sollte es gleich funktionieren. Okay. Also ich habe inzwischen eine Gehirntransplantation. Ja, schaut die Sache anders aus? Ja. Man muss aber wieder ähnlich aufsetzen, die Punkte etwa genau wieder treffen. Ist, ne? Ja, es gibt immer eine Möglichkeit, das Ding aufzusetzen. Also ich habe, ja. Also als anhaltende Punkt kann man sagen, circa die vorderen drei Finger über den Augenbrauen. Mhm. Dann gibt es den Kontrollpunkt da dahinter, hinter den Ohren. Wenn ich das Ganze in der Form aufgesetzt habe, dann habe ich eh schon 2 bis 5 grüne und die anderen sind dann meistens nur mehr so wieder rum. Okay. Ja. Also auf 1 Millimeter kommt es dann doch nicht an? Nein, es ist ja beim normalen EEG, circa auf 0,5 Zentimeter rum bin ich. Okay. Ja? Und das Interessante ist, das ist von Mensch zu Mensch verschieden, die Punkte. Das ist aber auch, wenn man ein medizinisches EEG macht, ja, kleben sie die suchen die Punkte. Das heißt, die sind nicht bei jedem gleich. Ich kann jetzt bei jedem sagen, zum Beispiel da rauf, 2 Finger her, 3 Finger rauf. Ja? Das wäre bei mir der Punkt. Ja? Das kann aber jetzt bei wenn anders komplett woanders sein. Also nicht komplett woanders, aber wirklich 2 Zentimeter um. Ja. Aber wenn du das Headset dann morgen wieder aufsetzt, dann setzt du es wieder gleich auf. Und deswegen, wenn du das Ganze 5 Mal gemacht hast, dann weißt du schon, wie es drauf gehört. Mhm. Dann schiebst du das Ding da rauf, schaust, ob alle passen und dann ist es an und für sich drauf. Ja. Gut. Sonst noch Fragen? Keine mehr. Danke.